Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Haul. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint, weil ich bin gerade in New York. Ich weiß, andere Location, wir sind gerade in unserer Wohnung. Und ja, aber das hindert ja nicht, ein Video zu drehen, deswegen fangen wir jetzt auch an. Ich kann euch leider auch nicht immer genau sagen, wie viel das gekostet hat, weil ich musste schon alle Etiketten abschneiden, weil wir heute schon nach Hause fliegen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Fangen wir an mit der ersten Sache. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Leute, ich war so shoppen und so. Und dann habe ich meine Jacke verloren. Ich habe die da einfach liegen lassen. Und da es ja so geregnet hat und ich musste mir einfach sofort eine neue Jacke holen. Ich konnte meine Jacke einfach nicht mehr finden. Ich habe da locker eine halbe Stunde gesucht nach meiner Jacke. Und die war nirgends so. Und dann musste ich mir am nächsten Tag eine neue Jacke kaufen. Und die habe ich mir geholt. Ich weiß sogar noch, woher sie ist. Sie ist von H&M. Und ja, die ist so metallic und ich finde die eigentlich voll cool, weil die einfach zu mir passt. Ich bin ja so eine auffällige Person, ich muss immer so auffällig gekleidet sein. Deswegen, ja, und die hat $80 gekostet, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, fand ich ein bisschen teuer für H&M, aber was soll man machen? Dazu habe ich mir auch direkt so einen Top gekauft von H&M. Ich weiß nicht, das ist einfach so basic. Das hat einfach zu der Jacke gepasst, deswegen, ja. Leute, ich bin verliebt in diese Pyjama. Die ist von Calvin Klein. Das sind einfach so Shorts. Und dann habe ich hier noch so einen Top. Ey, Leute, ich habe mir das sofort geholt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Also das ist halt so zusammen. Boah, ich liebe es. Ihr wisst, ich liebe Leggings. Also jeder, der mich kennt, ich trage eigentlich nur Leggings. Und hier, ich habe mir so eine Leggings geholt. Also die ist halt so durchsichtig ein bisschen. Also nur an den Seiten durchsichtig. Und ja, ich liebe es halt neue, also so immer verschiedene Leggings zu tragen, also so mit Muster oder keine Ahnung. Aber die ist halt so an der Seite. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber die hat so ein Material, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, die habe ich einfach mal mitgenommen, weil ich neue Leggings wollte. Okay, weiter geht's. Ich habe mir von Puma einen Sport-BH gekauft. Ja, ich wollte das einfach haben, weil bald ist Sommer, das sieht vielleicht ganz cool aus. Dazu habe ich mir auch direkt eine Nike Sporthose gekauft, einfach so eine Basic Running Hose. Die nächste Sache finde ich auch ganz cool, meine Mutter hat die entdeckt und natürlich musste ich mir sie nachkaufen. Das ist eine Pyjama, eine Hose, also es ist so ein 3-Piece-Set, keine Ahnung. Dann hat das hier noch, das ist dann hier noch so, also es ist so ein Mantel, nicht Mantel, keine Ahnung wie man das sagt, zu der Pyjama und dann halt noch das Top. Und ja, das fand ich voll cool, weil, keine Ahnung, keine Ahnung, ich fand das einfach schön. Ach ja, und die Sache habe ich auch neu gekauft. Das ist hier so ein bisschen Glitzer und ich liebe Glitzer. Und das Halsband ist auch neu. Ja, das wollte ich nochmal. Und dann habe ich nochmal eine stinknormale Leggings gekauft. Ich habe mir auch von Calvin Klein so ein Sport-T-Shirt, keine Ahnung, nicht T-Shirt, wie heißt das nochmal? Sportdingens mitgenommen. Ich habe den Namen vergessen. Und das hat hinten auch so eine Öffnung. Ich finde das eigentlich voll cool und ja, das passt auch zu meiner Sport. Ich habe mir auch so ein schönes glitzerndes Top mitgenommen. Das glitzert so oben und unten. Auch ein bisschen basic so. Ja, also das ist ganz schön. Leute, zum nächsten Teil habe ich auch wieder eine Geschichte. Ich habe 2 Stunden nach den Schuhen gesucht. Ich hatte 5 verschiedene Schuhe an. Ey Leute, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe mir jetzt endlich Schuhe geholt nach 10.000 Jahren. Ey Leute, ich bin gestorben in dem Laden. Die wollten mich, glaube ich, schon rausschmeißen, weil ich einfach 1000 Mal anprobiert habe. Ich bin da durchgedreht, ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann habe ich einfach die genommen, weil meine Freundin meinte, nee, jetzt reicht's, wir gehen jetzt einfach. Und ja, dann habe ich mir einfach die geholt. Ich finde die ganz okay, also es gibt natürlich schönere, aber ja, ich finde die cool. Und ich finde die Sohle jetzt nicht so schön, aber die passt auch mal wieder so zu meinem Outfit, weil ich ja eigentlich nur so schwarze Sachen trage. Ich trage ja nicht so bunte Sachen, keine Ahnung. Natürlich musste auch ein Glatteisen mit. Yay! Ich finde die Farbe voll geil. Die ist so blau. Aber in echt sieht das halt cooler aus. Keine Ahnung, so blau-blau. Ja, das ist die Verpackung. Und ich finde die eigentlich. Das glättet echt voll gut, also ich habe mir schon die Haare damit geglättet. Und ja, ich finde es ganz nice für
25 Dollar. Dann habe ich mir noch für mein Handy eine Folie gekauft. Ja, die muss ich gleich nochmal dran machen. Ich glaube, das brauche ich echt mal für mein Handy. Dazu habe ich mir eine Handyhülle gekauft. Die ist so metallic. Ich habe die gerade drauf, deswegen kann ich nicht zeigen. Die ist einfach stinknormale Handyhülle. Ja, ich brauchte auch mal wieder eine neue. Und dann habe ich gestern, da gibt es so eine Kirmes, wollte ich auch nochmal sagen, habe ich einen Donut gewonnen. Leute, das ist so geil. Ja. Und Leute, das Allergeilste an der, an diesem ganzen Howl, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist natürlich mein Ball. Ja, der ist von Nike. Boah, Leute, der musste wirklich mit. Also, ich konnte nicht widerstehen. Ja, und wie ihr wisst, ich liebe Fußball und ich brauchte einfach einen neuen Ball. Ich weiß echt nicht, wie ich den heute mittransportieren will im Flugzeug. Ich glaube, ich muss den tragen oder so. Keine Ahnung, weil ich glaube, ich habe gar keinen Platz mehr in meinem Koffer. Und ja, ich gucke, wie ich den transportieren kann. Aber der ist auf jeden Fall geil, Leute. Das ist echt. Das war's auch schon mit meinem Haul. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich erstmal alles in meinen Koffer packen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!